Es wird Spiel 1 nach der 1860-Ära von Michael Köllner und das ohne neuen Trainer. Das war auch zu erwarten, denn einen Schnellschuss können sich die Löwen finanziell nicht leisten. Nur einen weiteren Rückschlag in der dritten Liga auch nicht. Wie angekündigt übernimmt Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel das Training und die Vorbereitung der Mannschaft. Aus meiner Sicht geht es darum, die Spieler wieder an ihre Stärken zu erinnern, dass die Spieler wieder die Überzeugung zurückgewinnen an ihre eigenen Stärken. Und dazu gilt es, etwas mehr Balance in unser Spiel zu bekommen, in unser Spielverhalten zu bekommen. Zweimal haben die Löwen nach der Winterpause schon verloren, erst einen Sieg geholt. Doch die nächste Aufgabe erscheint machbar. Beim VfB Oldenburg sind die Münchner beim 15. zu Gast, der knapp vor den Abstiegsplätzen steht. Haben wir uns schon genau angesehen, wie Oldenburg natürlich agiert. Ist eine Mannschaft, die sehr stark über Wucht kommt, über Zweitkämpfe kommt, über Entschlossenheit kommt, die aggressiv nach vorne verteidigt, die dich sofort unter Druck setzen will. Und auf das musst du vorbereitet sein. Das haben wir klar angesprochen. Zwar sind die 60er in der Tabelle nicht ins Bodenlose gefallen und haben noch Blickkontakt zu den Top-Clubs. Als Sechster haben sie aber 3 Punkte Rückstand auf die angestrebte Aufstiegszone. Hauptaufgabe von Günter Gorenzel ist es, die Mannschaft zu stabilisieren und möglichst gleichzeitig Punkte zu holen. Ach ja, und einen neuen Trainer zu finden, den sich die Löwen leisten können. Und mit voller Überzeugung die Dinge umsetzen.